Das wollte ich euch einfach mal so vorlesen. Ja, das sind die Nebenwirkungen, die habe ich ans Paul-Ehrlich-Institut gemeldet, im Zusammenhang mit den sogenannten Corona-Impfungen. Ja. Also ich habe 4 Fälle von Lungenembolie gemeldet, die im zeitlichen Zusammenhang aufgetreten sind, für mich durch die Impfungen verursacht worden sind. Das kann man natürlich nicht beweisen, solange nicht obduziert wird und dann mit spezifischen Antikörpern nachgeguckt wird. Ich habe 3 Fälle von schweren tiefen Beinvenenthrombosen gesehen, die ich gemeldet habe, einen Schlaganfall, dann 7-mal Gelenkentzündungen, 2-mal sehr starke Regelschmerzen, Zyklusstörungen, 6-mal Herpes Zoster, also Gürtelrose. Dann habe ich einmal einen kompletten Ausfall vom Gleichgewichtsorgan erlebt mit anhaltendem Erbrechen und Schwindeln, stationären Aufenthalt, 2-mal starke Gedächtnisstörungen. Ich habe mehrere Dutzend Patienten gesehen, die haben einfach dauerhaft, ich kenne da vielleicht auch, Schmerzen in der Brust gehabt, immer wieder Herzrasen. Das Eindrucksvollste hat sich vor 2 Wochen ereignet, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich habe eigentlich Feierabend gehabt und plötzlich klingelte es und es stand eine ältere Frau vor der Tür und sagte, ich habe mich gerade das 3. Mal impfen lassen. Ich glaube, die wollen mich vergiften. Ich bin völlig benommen, ich stehe völlig neben mir. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und ich glaube, so geht es vielen Patienten, dass sie spüren, da ist irgendwas nicht in Ordnung und können es aber nicht in Worte fassen. Ja, das sind meine Erfahrungen. Applaus